Na, meine Homies, was geht ab? Moin. Hallo. Moin. Moin, was macht ihr? Wir würden jetzt auf Einsatz fahren, tatsächlich. Oha, welchen Einsatz? Darf ich mitkommen? Ja, wir sind tatsächlich eigentlich schon voll. Nee, hier war noch ein Platz frei, alles gut. Ja, von mir aus komm mit. Krass, was passiert? Wo fahren wir hin? Nix, wir haben. Guck mal, ist doch im Himmel die roten Sterne da, ne? Nee. Da müssen wir mal gucken, was da los ist. Nee, okay, perfekt, dann nicht. Herr Winkler, aber bewaffnet sind sie, ne? Westen haben sie auch dabei? Ja, aber natürlich. Super. Sehe ich etwa dumm aus? Sehe ich dumm aus? Das habe ich doch nicht gesagt, Herr Winkler. Na, das wollen wir hoffen. Es kann sein, dass im Blattercrew was passiert. Die Farmen sammeln sich. Das sind doch die Blatts. Da unten. Da kann ich doch eigentlich reinschießen, oder? Reinschießen! Was machen die da unten, Jungs? Wir tun die gerade observieren ein bisschen. Das ist ja eine super Observation. Ja, wie würden Sie denn observieren? Sagen Sie mal. Ja, im Verdeckten. Vielleicht nicht mit 100 Mann. Oh, oh, stehen bleiben, stehen bleiben! Bleiben Sie stehen, stehen bleiben! Das ist wirklich eine super Observation. Herr Winkler, haben Sie einen Vorschlag, was wir machen können? Weiß ich nicht. Also, Einsätze anfahren halt, ne? Aber irgendwie sind hier ja, keine genau, Einsätze. Leider gerade nicht so. Warum unterbrechen Sie mich? Fahren Sie mich an die Werkstatt. Fahren Sie mich einfach zur Werkstatt. Ja, bitte. Ja. Viel Spaß, tschüss, ne? Ja, tschö, komm nicht wieder. So bin ich eh viel schneller unterwegs und vor allem auch viel ruhiger unterwegs. Ja. Oh, oh. Oh, was ist hier passiert? Hier liegen Tote. Weiterfahren, Jungs. Hier liegen Tote. Weiterfahren. Jungs, was ist passiert? Was habt ihr gemacht? Mann, jetzt fahr weiter, Digga. Entschuldigung, ich wollte nicht streiten. Alles gut. Oh, oh. Das war ja wirklich super. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich schon sagen. Ja, ja. Wow, 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 wow. Ah, was ist denn hier passiert? Hallo, junge Dame. Ah. Steigen Sie ein. Nein. Hier gibt's Spaß. Vertrauen Sie mir. Ich möchte keinen Spaß. Hier gibt's sehr viel Spaß. Steigen Sie ein. Kommen Sie schon. Nein. Oha, was ist das? Eine LaFerrari? Darf ich einmal vorbei? Oha, was ist das für ein Auto? Weg. Gottloser Digga, was ist mit dir? Ein Zauberer. Oha, da ist ja wieder ein Ferrari. Ey, das ist voll der schöne Ferrari, ja? Wie bitte? Was hat der alte Mann da gesagt? Ich denke, der alte Mann. Hab mal hier nur eine große Schnauze hier, mein Freund. Ja, Entschuldigung, sorry. Wegen den weißen Haaren, deswegen. Kann ich Sie vielleicht fahren oder so? Warten Sie, ich mach Platz, dann können Sie einsteigen. Piss dich. Ich glaube, der will nicht. Alter Mann! Steigen Sie ein, ich fahre Sie zum Parkplatz. Alles gut. Ich habe meinen Parkplatz hier, ich wohne hier. Du bist gerade auf dem Privatgrundstück. Ich würde mir jetzt lieber runtergehen. Ach so, ist das Ihr privates Grundstück? Das ist ein Familienanwesen, ja. Zu welcher Familie gehören Sie? Geht den Scheiß an. Gehören Sie zu den Rentnern? Sicher, dass Sie nicht im Altersheim wohnen? Oh, wow, wow, okay, okay, ich gehe, ist ja gut. Okay, ich gehe ja schon. Junge, 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 die sind so nervig, diese blau angezogenen Vollottos. Ich habe zwar nur ein HP, aber ich fahre da jetzt trotzdem hin. Ah, warte, sind die das? Nein. Ah, sorry. Ey, alles gut. Ein HP. Ah, Junge, ich habe ein HP. Cisco ist tot, Cisco. Wow, Homie, was war das denn? Der Herr, ich habe eine Idee, wo sie hin können. Yo. Junge, geh mal ein paar Haare rasieren. Was machst du denn hier? Was wollt ihr eigentlich alle von mir? Ist das hier irgendwie ein Zirkus? Ist das ein Zirkus? Ja, ja. Ha? Hendo, du kannst mich Hendo, mal... Das alles klar, Hendo. Nein. Cisco, ich liebe dich, ich liebe dich. Oh, Mann, ey. Ist ja grauenhaft. Die Fanboys sind ja schlimm. Nimm mein Auto, hier, nimm mein Auto. Nimm. Ah, super. Super lieb. Ey, ihr seid echt voll nervend, ne? Also wirklich. Haut mal ab. Macht mal euren RP-Kram, aber geht mir nicht auf die Eier. Ah, servus, Jungs. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Ja, bitte? Ja, servus. Ich wollte eigentlich nur mal kurz parken, ja, wenn das okay ist. Ey, ich hab dir eben schon mal gesagt, du seid im Grundstück kapiss. Hä, das ist doch ein öffentlicher Parkplatz, oder nicht? Nein, das ist nicht. Das ist ein Anwesen. Das steht hier so auf meiner Karte. Kannst du bitte rausfahren? Nein, nein, alles gut. Ich fahr, ich fahr. Passt schon. Ja, danke. Ist das hier eigentlich ein Altersheim oder warum sind hier so viele Rentner? Das ist der NPC, verpiss dich. Bro. Oh, dann gehen wir mal nochmal hin. Oh, Entschuldigung. Ich bin hier, um meinen Opa abzuholen. Opa, komm, wir gehen. Digga, du weißt nicht, was du verpissen, Alter. Opa. Du hast jetzt 3 Sekunden Zeit, um abzuhauen. Eins. Ja, okay, okay. Mach einen Abflug jetzt, du Vogel, Alter. Sonst bist du wieder tot. Aber Opa, deine Zähne, Alter, die liegen noch bei mir im Badezimmer. Du bist so schlecht, Alter. Das ist so unlustig, Alter. Warum lacht ihr eigentlich? Das ist ein unlustig. Bisschen lustig war schon. Oh, danke schön. Das wird noch ein paar Mal passieren. Opa, Opa, deine Medikamente, die musst du doch noch.
noch nehmen heute? Digga, du sollst deine dumme Schnauze halten und dich jetzt hier verpissen. Aber deine Medikamente, du brauchst die doch. Weißt du, was du gleich brauchst? Nee. Ja, dann verpiss dich lieber. Ja, aber deine Medikamente. Du bist doch schon ganz aufgewühlt. Ich nehme meine Medikamente, wann ich will und nicht, wann du willst. Verpiss dich jetzt. Opa, du bist schon ganz aufgewühlt innerlich. Du brauchst dich jetzt verpissen. Dein Blutdruck. Sonst landest du wieder im Krankenhaus. Das ist nicht gut für dich. Komm schon. Komm einfach mit. Max, erschießen mal, jetzt. Nein, bitte nicht. Ey, das ist mein Opa. Ich bin dann verpiss dich hier vom Anwesen endlich. Ich bin sein Vormund. Der ist dement. Der weiß nicht so wirklich, was er macht. Ja, und noch einmal. Opa, du solltest wirklich die Medikamente nehmen. Du bist schon ganz aggressiv. Bitte, bitte, lassen Sie den Rentner mal in Ruhe. Der Rentner braucht Ruhe. Lassen Sie den Rentner bitte in Ruhe. Der braucht ein bisschen Entspannung. Kommen Sie mit, okay? Ich nehme Sie einfach mit. Kommen Sie. Erschieß den mal bitte jetzt. Der hat mich festgenommen. Nein, 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 das ist doch gar nicht nötig. Haltet mal kurz alle eure Ohren zu, ich werde mal Musik anmachen. Ich habe gerade den Tipp bekommen, wenn ihr mal richtig Musik anmachen, geht er automatisch weg. Er macht jetzt einen auf Copyright oder so. Bro, er macht einen auf, ich spiele jetzt Copyright-Musik auf. Bro, das funktioniert nicht. Das geht so nicht. Uiuiuiui. Ah, servus, Opa. Opa, Opa, komm, deine Physiostunde fängt gleich an. Opa, komm. Komm mit jetzt. Ich nehme dich einfach mit. Opa, 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 können wir uns vielleicht darauf einigen, nicht mehr zu schießen? Ah, ich verstehe die Masche, aber die funktioniert leider nicht, sorry. Da muss ich dich enttäuschen. Schade, früher hat es nicht klappt. Nein, auch früher nicht. Ja, aber kannst du uns jetzt bitte in Ruhe lassen? Ich weiß, warum du hier bist und ich weiß, dass es dir Spaß macht, aber mich nervt es. Ja, es tut mir leid. Was er sagt. Ich wollte eigentlich nur mit dir ein bisschen spazieren gehen und dich halt wieder zurück ins Altersheim bringen. Ja, ich weiß, aber weil wir haben heute noch ein Training und da gehört mir gerade ein bisschen, was du hier absiehst. Ach so, was für ein Training? Ja, auf jeden Fall kein FAB-Training. Das wäre ja schlimm, wenn ich da mitmachen würde bei dem Training. Ja? So, Opa, ich nehm dich jetzt mit, komm. Au! Mann! Dame, ja? Opa! Opa! Opa, bitte! Nein, nicht schießen, Opa! Nein! Opa, bitte nicht! Nein, nicht schießen, Opa! Opa! Oh, 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 geil! Oh, mir wurden die Haare weggescherbelt. Oh nein. Dann zieh ich einfach eine Mütze an. Wollen Sie Spaß haben? Nee, nee. Alles klar. Opa, Opa. Ich hab den Krankentransport. Opa. Komm rein. Nein, Opa, nicht schießen. Oh nein, ein kleines Kind. Er ist wieder da, der ist wieder da. Oha, du Petze. Jungs! Ja, Bro, also irgendwann ist nicht mehr lustig, ne? Oh, wo? Tesco, Tesco, ich lieg deine Eier! Tesco, lass! Schmier! Tesco, ich lieg dich! Tesco! Tesco, ich lieg dich! Das ist ja noch viel schlimmer als der Rentner! Ich mitnehmen, bitte! Das ist ja noch viel schlimmer als der Rentner, das kleine Kind! Oh Gott! Tesco, du kannst mir unser Auto nehmen! Tesco, du kannst unser Auto nehmen! Yo. Du kannst unser Auto nehmen! Ey, Tesco, ich liebe dich! Ich liebe dich! Ey, Tesco, bitte! Nein, 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 nein! Ey, nimm mich Ey, nimm bitte, bitte! Boah, ich schwöre, ich hasse das. Boah. Ah, ich glaube, ich brauche eine Reparatur vom Engel. Irgendwie. Tesco, bitte. Boah, bitte, bitte. Bitte atmen, Knast, bitte. Ey, warte mal. Ey, ich Boah. Liebe dich. Walla Billa, ich liebe dich. Oh. Der Tesco, hier ist bitte. Noch schlimmer. Warte, okay, warte. Ich Nein, nein, Digga. Du weißt gar nicht, wie ich heiße. Ja, okay. Herr Fremder, da ich bei Alter, was hast du für Anfälle? Du glaubst doch nicht wirklich, dass du hier einsteigst. Okay, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, da, Achtung. Bitte, bitte nicht. Oh, Mann. Ich liebe dieses Gut. Junge, Junge, der hat ja wirklich Bodyguards, der Typ. Hören Sie auf jetzt. Gewalt muss doch nicht sein. Gewalt muss nicht sein. Hören Sie auf, bitte. Er wird nicht aufhören. Ein Durchgang. Da, da, Durchgang. Ey, Cisco, warte. Ein Durchgang. Mein Leben ist eine einzige Qual. Eine Aneinanderkettung von Qualen, höllischen Schmerzen und fortlaufenden Depressionen. Opa! FIB, stay where you are, drop your weapons. Put your hands so we can see them. This is FIB. You're surrounded. Put your hands up and stay where you are. Oh, gegen die Umwelt. This is FIB. FIB, bist du jetzt stay where you are, drop your weapons. Helft mir doch einfach, meinen Opa zu finden. Wo ist denn dein Opa? Der ist da drin. Der ist da drin. Ist da drin. Ich helf dir mit, Herzbruder.
Der hat weiße Haare. Der ist da drin, der hat weiße Haare. Der ist da drin. Mit der ID 366. Mit der ID 366. Mit der ID 366. Ich kenn ihn. Mit der ID 366. Mit der ID 366. Der ist, glaube ich, im Haus. Mit der ID 366. Der ist da drin. Der ist da drin. Der ist da drin mit der ID 366. Der ist da drin mit der ID 366. In dem Haus. Ich mach, was sie wollen, okay? Junge, ihr seid voll die Lutscher. Wirklich. Ihr seid richtig schlimm. Warum bist du so zu? Ich hab gar nichts gemacht, Digga. Ja, ich geb's auf. Ich lass meinen Opa erstmal ein bisschen in Ruhe. Sich halt, wie soll ich sagen, ein bisschen beruhigen. Vielleicht nimmt er ja seine Medikamente später nach. Überfall. Oh. Wie, das war's schon? Geiselnahme vorbei? Geiselnahme beendet? Wir sehen hier gar keinen. Jungs. Das ist ein Kollege, der auf uns geschossen hat. Geh mal raus. Wenn du willst, zeige ich dir eine Bodycam. Wir haben extra draußen gedroht. Komm raus, ich will jetzt gehen. Was ist denn eine Bodycam? Eine Bodycam ist das, was ich an meinem... Oh mein Gott, nee, Digga. Ich hab gar keinen Bock mehr. Oh, dann gehst du weg hier. Also Situation aufgelöst. Also ich kann dir gerne auch eine Bodycam zeigen, ne? Also ja, ich was glaub, ist denn eine Bodycam? Gesehen. Ach komm, halt doch deine Schnauze, ja. Alles klar. Oh, sorry, den nehmen wir fest. Ne? Selbstschuld. Okay. Selbstschuld. Beleidigung und Angriff. Ja, nehmen Sie den mal fest. Beleidigung und Angriff auf einen Beamten. Ja. Selber schuld. Tut mir leid. Hätte nicht sein müssen. Ja. Hätte nicht sein müssen. Hätte echt nicht sein müssen. Schönen Tag noch. Voll unnötig. Komm, Rossi, wir gehen. Voll unnötig, ja. Kannst du auch reden oder bist du stumm? Ich merk schon. Ich kann auch reden, alles gut. Nee, ist okay, komm. Ich lass dich los. Oha, tschüss. Hä, wieso? Ui. Oh. So, oh. Ich weiß schon genau, was ich hier tun werde. Ich weiß genau, wie das endet. Leitung geht ja eigentlich auch nicht mit nach vorne. Moinsen, wo sind hier die Einsatzleitung? Hallo? Herr Winkler, ich habe noch eine Frage. Herr Winkler, ich habe die Einsatzleitung. Ah, super. Wollen Sie hier übernehmen? Soll ich das übernehmen? Das wär's ja, super die schön. Sind, also, das die sind richtig frech, ne? Herr Winkler, das wäre unsere Ehre, wenn Sie so. Das übernehmen. Ja gut, dann Jungs, Waffe raus. Stürmen, Jungs, rein da. Stürmt die, halt die um. Die sind tot. 10-4. Ach, die Geiseln leben. Sie haben alles gut gemacht. Ach, danke die schön. Leben. Ja, wer hätt's denn gedacht? Es ist hart ehrenlos, ne? Nehmt euch kein Beispiel daran. Nehmt euch absolut kein Beispiel an mir. Das ist ehrenlos, das ist asozial, das macht man nicht, das gehört sich einfach nicht. Aber ich mach's halt trotzdem. Oh, was geht denn hier? Mit einem Mittel verhindern. Deswegen. Warte, hat der Familie das hier? Warte, macht der Familie. Aber bitte, was ist mit dir? Ah, sorry, ich wollte hier nur drehen. Oh nee. Warte, Fresse halten einfach. Jetzt aber so weit runter, aber zack ich. Patrick, nee, nein! Tschüss. Patrick! Komm mal mit, Fabi. Herr, macht ihr jetzt die alle ruhig bleiben Taktik oder? Also, ich sag dazu mal was, Jungs. Du eine Glatze jetzt und dann hast du dein Content und hast. Ja, Glatzen! Also, das FIB versucht das schon seit 2 Jahren, das funktioniert halt nicht. Ja, mach ich das FIB? Ja, ich kann auch runterfahren, alles gut. Ey, warum seid ihr eigentlich so unhöflich? Franzisco Winkler. Sie können meinen Namen doch gar nicht kennen. Wollen Sie mit? Soll ich Sie mitnehmen? Nehmen Sie den auch mit. Ich nehme Sie gerne mit, ist gar kein Problem. Oh, sondeln Sie hier? Natürlich. Sondeln Sie einfach weiter. Ja. Yo, Jungs. Oh, Digga, was ist denn? Ich belästige euch ja wirklich ungern, aber euer Kollege hat gesagt, ich soll hier so einen mitholen. Irgendein anderer von euch, der wollte auch mitkommen? Wer war denn das? Nee, Ola Halunke. Nee. Einfach einsteigen. Hallo, Leute, kurz ruhig. Mir ist gerade wirklich schlecht, ja? Gerne morgen ein anderes Mal, aber jetzt ist schlecht. Ich verstehe nichts, ihr redet alle durcheinander, Jungs. Aber jetzt ist schlecht hier gerade, ja? Komm morgen wieder bitte, aber jetzt ist schlecht, wirklich. Okay? Ja, wenn einer einsteigt. Nee, geht nicht, wir haben geschlossen. Banause, du. Wenn du keine Geister sein willst, dann fahr bitte, ja? Danke. Alles gut, Jungs, keine Waffengewalt. Hey. Bitte verlassen Sie das Gebiet. Oh, wow. Entschuldigen Sie, Herr, wie kann man Ihnen helfen? Steig ein. Einsteigen, dann machen Sie auf. Moin, wer sind Sie? Ich bin Jamal. Oh, wer ist das denn? Oh, sorry. Hören Sie auf, Franzisco Winkler. Der darf gar nicht mehr stehen. Was haben Sie gemacht? Ich bin Jamal. Jetzt sind sie wenigstens zusammen. Für immer und ewig am Strand. Vereint. Ah! Oha. Helfen Sie mir, die schießen auf mich. Schnell. Wo sind die? Die sind im HQ, wir müssen da reinfahren. Ins HQ habe ich gehört. Einer. Wir können aber nicht ins HQ schießen. Doch, klar können wir das. Kommen Sie. Yo, Männer. Was geht denn? Wie kann man Ihnen helfen, der Herr? Wollen Sie mitfahren? Na, sicher doch. Ich kann nicht warten. Jetzt. Jetzt.
Nee. Hilfe! Jetzt. Ich bin doch nur ein armer Pinguin. Es geht nicht. Ich darf nicht. Ja, was mache ich denn jetzt noch? Was mache ich denn jetzt? Was machen Sie denn da? Ich klebe ein bisschen an den Bürgersteig fest daher. Die Klimakaoten kleben weiter. Das ist auf jeden Fall nicht mein. Ah, moin. Ding. Guten Tag. Hallo? Hallo? Warum schlagen Sie eine Frau? Ah, sorry, das war versehen. Ich wollte eigentlich Ihnen die Hand geben, Moment. Das hat wehgetan? Ja, sorry. Ich wollte Ihnen die Hand geben. War aber ein guter Schlag, muss man sagen. Möchten Sie vom Haku runterfahren? Ja, ich wollte mich auf jeden Fall... ich wollte mich bei euch bewerben. Ihr steht auf dem Sportplatz. Was? Ihr Hunde, das ist kein Knochen, der hier vor euch steht. Lauft los. Ja, ich wollte mich bei euch bewerben, Leute. Bewerbung machen wir nach dem Airdrop. Können wir das auch jetzt machen, damit ich mit kann? Hallo? Ja. Ey, der Panala, was mit dir? Sag mal. Es ist einfach grauenhaft, Mann. Es macht gar keinen Spaß mehr, sich bewerben zu wollen. Weil sobald ich da hingehe, direkt 50 Leute um mich rum. Das tut so weh. Es ist so doof. Und dann reden die 50 Leute ja auch noch alle durcheinander, dass ich nichts verstehe. Gar nichts. Selbst wenn ich wollen würde, könnte ich niemanden verstehen, weil alle durcheinander labern. Aber ich könnte mal probieren, mich bei den Ballers zu bewerben. Ich habe gehört, die mögen mich. Ah, ihr fahrt jetzt bestimmt auch zum Airdrop. Moin, yeah. Ballers. Was geht ab? Ich wollte mich bei euch bewerben, um mitzumachen. Auf keinen Fall. Willst du Airdrop mitmachen? FIB. Stay where you are, drop your weapons. Willst du bei uns mitmachen? Hallo? Stay where you are, put your hands up and don't move. If you do not comply, we will use lethal force. Ja, das ist Herr Winkler. Nein, der hat auf mich geschossen. Mein Leben ist in Gefahr. Mein Leben ist in Bedrohung. Das war... Das war nicht mal ich, Junge. Der Bus ist einfach da reingefahren, ohne dass ich was gemacht habe. Der ist von alleine da reingebrettert. Moin, Junge. Oh, es ist einfach... Oh, es ist schon schön. Ballers for Ballers. Rocky, ich brauche einen Heal. Ist gut. Ich muss unbedingt bei dem Airdrop-Ding mitmachen. Kann man dir helfen? Lernt So, wo ist das FRB? Wo sind die alle? Ah, wo sind die alle? Ah, nevermind. Moin, Kollegen. Hallo. Grüße. Hallo. Wann wird hier der Airdrop angefahren? Jetzt in 5 Minuten. Sehen wir das vor und dann fahren wir los. Top. Necken 3 RP. Bitte, was? Necken 3 RP. Was ist das denn? Das da. Herr Winkler, benehmen Sie sich. Ja, ich benehme mich. Ich bin bereit fürs Scheppern. Einfach auf alles schießen, was sich bewegt und wo nicht FAB raufsteht. Kein Problem. Ach doch, die können doch niedergeschossen werden. Herr Winkler, haben Sie die blaue Jacke zufällig? Ja. Die ist für das Airdrop-Pflicht. Danke. Bitte. Wollen Sie denn auch in die Gruppe oder wollen Sie lieber nicht? Nee, ich bleib hier. Nee, okay. Und ist der Wagen wieder heile? Ja, der wird nur noch lackiert, die Scheinwerfer. Ja, der freut sich doch dein Warte, Herz. Um welchen Wagen geht's? Um deinem Audi. Ja, welcher? Oder der kaputt war. Ja, welcher? Beide, oder was? Ja, ach, danke schön. Ach so, nein, der ist noch in Österreich. Warte, du hast zwei Audis? Ja. Du nur einen, hä? Hey, Bruder, ich hab wie, du hast nur einen? Hä? Bar, Alter, imagine, man hat keine 8 Bar. Ja, wir können ja schon mal aussteigen und langsam hingehen, ne? Einfach alle umrotzen. Naja, das kann ich am besten. Und wann geht's jetzt los? Also um 10 nach müssen wir spätestens drin sein. Das sieht echt aus wie eine richtig geile Gambo-Truppe hier. Au! Und wann kommen wieder Surf-Videos und Real Talk? Nie was davon gehört. Ich kann nixi. Keine Ahnung, wer das ist. es geht los! Leg. Oh, mir geht's gar nicht gut. In den Kreis. Mir geht's aber gar nicht gut. Das tat ganz schön weh. Hast du Westen dabei? Hast du Westen? Nein. Ja, komm her. Hier, komm zu mir. Ich hab gar nichts mehr. Ich bin arm. Warte, hier hast du eine Weste. Danke. Oh, wow. Da geht's aber ganz schön ab, ey. Links doch einer. Das ist ja scheußlich. Oh, ich bin verletzt. Wo schießen die hin? Oh. Das ist aber gar nicht schön. Das macht ihr super, Jungs. Oh, ich hab 1 HP. Oh. Herr Winkler, brauchen Sie Medizin? Ja, ich brauche Medizin. Haben Sie? Haben Sie oder brauchen Sie? Ich brauche hinter uns. Oh, die kommen, liegt die kommen. Warte, ich weiß am Boden. Die kommen. Liegt auf dem Boden. Herr Winkler, wann sind Sie mal Duba Lounge? Keine Ahnung, war ich oft. Ja, ich weiß, da hab ich dich mal gesehen, Mann. Hau rein, ja? Ja. Oh, ich hab das Gefühl, wir verlieren hier gerade. Oh, wir verlieren hier ganz böse. Oh, das war's dann wohl. Tja, man kann halt nicht immer gewinnen, ne? Manchmal verliert man einfach auch.